Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier. Ich habe einen tollen Serientipp für euch. Der Schatten basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von der großartigen Melanie Rabe, die ja auch schon zu Gast war. Und es ist toll besetzt. Und ich freue mich heute, den männlichen Hauptdarsteller da zu haben. Er spielt Wolfgang Balder und im echten Leben heißt er Andreas Pietschmann. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo, danke für die Einladung, Nico. Mir geht's gut. Ich bin zu Hause in Berlin. Es ist fast eine gewagte Aussage, oder? Zu sagen, dass du die männliche Hauptrolle bist. Das ist gewagt, habe ich mir auch gedacht. Da hebst du mich auf einen Thron, den ich nicht verdiene. Ich darf mitspielen, ich bin auch dabei, aber das Zentrum liegt schon wo ganz anders. Die echte Hauptdarstellerin ist Delilah Piasco und sie spielt die Journalistin, um die es geht. Und ich komme auch mal vorbei. Ja. Ich muss es dir direkt sagen, Andreas. Ich finde, du siehst ja, umso älter du wirst, siehst du immer besser aus. Was machst du? Ich weiß nicht, nichts. keine Ahnung, außerdem, ich danke dir, aber die Aussage ist bestimmt auch anfechtbar. Das ist möglich. So, lass uns sprechen über Der Schatten. Worum geht's denn generell? Also, wissen, es ist eine Journalistin, du bist auch dabei. Die Journalistin ist frisch aus Berlin weg nach Wien, ne? Und sie trifft dann irgendwann auf dich. Sie will aber eigentlich gar nicht, ne? Nee, das stimmt. Sie will mich nicht treffen. Ich spiele also einen sehr, sehr streitbaren Performance-Künstler, Wolfgang Balder, der seines Zeichens völlig unabhängig die Menschen provoziert, die Gratwanderung zwischen Avantgarde und Geschmacklosigkeit betreibt, auf dieser Klaviatur spielt wie ein wirklich wie ein großer Künstler und der sich um die Meinung anderer überhaupt nicht schert. Die Journalistin hat vorher in Berlin gearbeitet und unter anderem sehr aufwendige große Reportagen geschrieben. Und auch mal diesen Künstler Wolfgang Balder schon mal sehr hart kritisiert, weswegen er ein Augenmerk auf sie hatte. Und sie will mit dem überhaupt nichts mehr zu tun haben, weil sie in den totalen Scharlatan und Patriarchen findet, misogyn und ihm eben vieles vorgeworfen hat. Und genau den soll sie jetzt in ihrem neuen Leben, gerade in Wien angekommen, interviewen. Also ihr könnt das alles gucken, das gibt's in der ZDF-Mediathek, es läuft bei ZDF Neo, es ist eine sehr krasse Serie. Sie kriegt quasi eine Botschaft, was ihr passieren wird und das passiert alles irgendwie zeitgleich und deine Figur hat halt auch eine krasse Tragik. Ist es für dich eine interessante Rolle gewesen, die dich herausgefordert hat oder durch das, was du in den letzten Jahrzehnten schon an schauspielerischer Erfahrung gesammelt hast, eine Figur, bei der du gesagt hast, das kriege ich leicht hin? Nein, ich kriege keine Figur leicht hin. Ich werde nur mal häufiger mit bestimmten Themen und bestimmten Figuren konfrontiert und weniger häufig mit anderen. Diese Figur Wolfgang Balder zählte zu der Gattung der weniger häufigen und deswegen war das für mich auch interessant, weil ich natürlich versuche als Schauspieler möglichst vielseitig zu sein und neue Geschichten, neue Figuren zu erzählen, um mich nicht zu wiederholen und auch um mich herauszufordern. Das war durchaus keine leichte Figur, die einem leicht von der Hand geht, aber sie war eben interessant. Sie hat einen Abgrund, übrigens ein Titel eines anderen Stückes von Melanie Rabe. Und das ist eigentlich wie eine Überschrift auch für Der Schatten, denn diese Figuren haben Abgründe. Sowohl der Künstler, den ich selber spielen sollte, denn sein unglaublicher Narzissmus einerseits und sein Geltungstrieb und der Wille zu provozieren steht in einem Spannungsverhältnis zu seiner persönlichen Situation, denn er ist sterbenskrank. Er ist sehr, sehr krank und bekommt auch im Verlaufe gleich der ersten Folgen eine vernichtende Diagnose. Und er weiß also, dass seine Zeit begrenzt ist und das gleichzeitig, das kämpft einen Konflikt aus mit seinem Narzissmus, seinem Geltungsdrang und seiner Eitelkeit. Das ist interessant. Die Journalistin, um die es geht, sie hat selber einen großen, großen Abgrund, der durch ein Geschehnis und den Verlust einer Freundin in ihrer Vergangenheit bedingt ist. Also und diese beiden Figuren und noch viele andere treffen aufeinander und das ist etwas, was Melanie Rabe meisterlich versteht, mit einem geheimnisvollen Kosmos zu verweben und das ist sozusagen die Ausgangssituation für diese Serie, die dann in Wien spielt und das ist einfach wunderschön und das ist wunderschön gefilmt von Pascal Schmidt. Ich möchte mit dir über 1899 sprechen, einfach weil ich die Serie so großartig fand und du als Captain da einfach fantastisch warst. Und ich habe mich so gefreut, dich in dieser Rolle zu sehen. Und wie ganz viele Menschen war ich natürlich schockiert,
dass es keine zweite Staffel gibt. Lustigerweise genauso viele Menschen sagen völlig zu Recht keine zweite Staffel. Es ist halt was Subjektives. Aber 1899 hat es für mich geschafft, dass Leute mal wieder richtig diskutiert haben über eine Serie. Was empfindest du heute, wenn du an 1899 zurückdenkst? Ich bin natürlich traurig, dass es nicht weitergeht. Wie ich gerade erklärt habe, suche ich immer nach besonderen Rollen, nach neuen Rollen. Und das ist mir da zuteil geworden. Ich habe so eine Figur wie den Captain vorher nicht gespielt. Einerseits von seinem Erwachsensein, von dem Zeitpunkt im Leben, an dem er steht und auch von dem Abgrund, den er hat. Gleichzeitig ist es ganz selten, in so einer unglaublichen und tollen und spannenden und vielgewandten Geschichte zu stehen. Deswegen, ich vermisse den Captain sehr, ich vermisse die ganze Show sehr, die ganzen Kollegen vermisse ich sehr. Mir tut es wahnsinnig leid, dass es nicht weitergeht. Und das ist natürlich auch für mich sehr traurig. Das bekommt man sehr selten vor die Flinte. Und aber das gehört zu meinem Beruf dazu. Es ist ein ständiges Auf und Ab, solange ich den schon mache, jetzt ja schon seit vielen Jahren. Und mal immer mal ist man da und hat was Tolles gefunden. Und es läuft gut und dann unweigerlich ist man dann später auch wieder in einer Talsohle und muss sich neu erfinden, muss nach neuen Aufgaben suchen und in so einer Situation befinde ich mich jetzt. Aber ich glaube, dass 1899 eine ganz einzigartige Show war, insbesondere auch durch die Zusammensetzung des Teams, der Geschichte und der Internationalität, die es umarmt hat. Und das wird für lange Zeit ein Alleinstellungsmerkmal sein, dass so viele Sprachen und so viele Charaktere aus so vielen Ländern zusammen an einem Projekt und in einer Show in den verschiedenen Sprachen agieren. Das war schon was ganz Besonderes. Aber nun ist es, wie es ist. Du bist jetzt gerade in einer Talsohle? Ja, und jetzt ist dieser tolle Job, der geplant war, darauf, dass es weitergeht, der ist erstmal weg. Und das kann man auch Talsohle nennen. Das ist schade. Das ist einfach, wie gesagt, das gehört zu unserem Beruf. Aber ich hätte das gerne weitererzählt und gerne weitergespielt, klar. Ich hoffe ja, dass da noch irgendwas passiert. Vielleicht, dass irgendein anderer Streamingdienstanbieter das aufkauft oder dass es einen Kinofilm gibt. Aber ich höre bei dir raus, du wärst sofort bereit, wieder in die Rolle des Captain zu schlüpfen. Ja, man hört ja wahrscheinlich, dass ich die Show sehr liebe und sehr geliebt habe und ganz toll finde. Und insofern für mich auch natürlich bei allem, was damit geschehen ist, oder in der Zukunft geschieht, das liegt nicht in meinem Ermessen, überwiegt die Dankbarkeit bei mir, da dabei gewesen zu sein und die Figur kennengelernt zu haben und mit all den Leuten zusammengearbeitet zu haben. Denn das habe ich ja jetzt erleben dürfen und das bleibt mir und das wird auch bleiben. Ich mag sie sehr, ja. Bei den Oscars 2023 gab es einen krassen Moment. Es wird ja immer zurückgeguckt auf Menschen, die den Planeten leider verlassen haben. Und da werden viele gestaunt haben, dass Simone Bär dabei war, dass sie plötzlich einen deutschen Namen da gelesen haben. Du hast ihr auch ein Instagram-Posting gewidmet. Du hast geschrieben, we lost, also wir haben Simone Bär verloren. Für die, die den Namen vielleicht noch nie gehört haben, wer ist das und warum hat dich das so berührt? Simone Bär ist eine ganz herausragende, besondere Casterin aus Deutschland, die für ganz viele große, wird jeder irgendeine Show kennen, Geschichten und Filme verantwortlich zeichnet und die kennenzulernen, ich eben auch das Glück hatte und mit ihr zu arbeiten. Über Jahre hinweg, sie hat, was jetzt meine Produktion anbetrifft zum Beispiel, und da hat sie unglaubliche Arbeit geleistet, die Serie Dark gecastet, bei der es ja insbesondere darum ging, dass Schauspieler ein und dieselbe Figur in verschiedenen Altern spielen. Sprich, man musste also zum Teil über drei Generationen einen jungen, einen mittelalten und einen alten Charakter oder eine alte Version, eine mittelalte, junge und alte Version von einer derselben Figur finden. Und da hat sie auf unvergleichliche Art und Weise Schauspieler gefunden, die zusammenpassen, nicht nur äußerlich, sondern auch gefühlsmäßig und von ihrem Wesen und Ausdruck. Und für sehr viele andere Shows. Und sie hat mir gleichzeitig, dadurch, dass ich da besetzt und vorgeschlagen wurde, auch einfach persönliche Begegnungen geschenkt, die ich dann mit den Menschen hatte, mit denen ich zusammengearbeitet habe dann daraufhin und die meine Freunde geworden sind. Also sie war ein ganz besonderer Mensch und eine ganz besondere Künstlerin in ihrem Beruf. Ganz großes Talent. Ich fand es auch toll, dass sie bei den Oscars gewürdigt wurde. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das nicht gesehen. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Aber das finde ich auch toll. Die News ist mittlerweile durch. Kudamm geht weiter. Kudamm 77. Jetzt munkelt man, es könnte 2024 ausgestrahlt werden. Es würde bedeuten, es müsste nächste Woche gedreht werden. Jetzt frage ich mich,
Wird es Hans Liebknecht dort geben oder hat schon jemand dich angerufen oder darfst du gar nichts sagen? Ach Nico, das ist so toll, du weißt immer mehr als ich. Auch diese News war bislang noch nicht zu mir vorgedrungen, was eigentlich natürlich bedeuten kann, dass an Hans Liebknecht nicht unbedingt gedacht wird. Aber das ist manchmal so, dass vielleicht diese Entscheidung gefällt wird und daraufhin jetzt erstmal die Bücher geschrieben werden. Sprich, vielleicht ist das auch noch im Werden oder in der Entscheidung, die noch gefunden werden muss, kann sein. Aber das habe ich auch gerne gespielt, ich mag die Figur gerne. Hans Liebknecht ist eine tolle Figur, vielleicht kommt er ja 77 auch noch vor. Also das ist ja dann auch nochmal deutlich später oder so, dann kann mein vorschreitendes Alter dann sozusagen auch die richtige Entsprechung bieten. Ich weiß es nicht, aber es ist ja toll, dass es weitergeht. Entweder so oder sie sind wirklich so witzig und holen Dietrich Holunderbäumer, der dein älteres Ich spielt, wie bei Dark. Das wäre natürlich fantastisch. Informiert, das wäre fantastisch. Dann muss es aber, tut mir leid, das muss dann schon 99 sein oder so. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Der Schatten gibt's bei ZDF Neo in der Mediathek. Warum sollte man reinschalten? Was wäre dein Top-Argument, sich da mal reinzuklicken? Das ist einfach ein spannender Mystery-Thriller, der ständig spielt mit der Frage, was passiert hier wirklich, was ist echt, was ist real, was ist nicht real. Die Hauptfigur wird in eine Art Paranoia geführt oder führt sich selbst, auch dessen ist man sich nicht bewusst. Und das ist einfach, es ist eine psychologische Geschichte, der zu folgen einfach wirklich Spaß macht. Und es passieren so viele Dinge, die unerwartet sind. Es gibt mysteriöse Wendungen, die man zunächst nicht versteht, die aber einen immer reizen, dran zu bleiben und mitzudenken. Das finde ich sehr schön. Gleichzeitig ist das ein unglaublicher Schauplatz, in dem das stattfindet. Das sommerliche Wien, das hat einfach einen solchen Reiz. Denn es wird nicht nur das pittoreske, touristenfreundliche Wien und das Schöne gezeigt, sondern auch das Morbide, das Abgerockte, das Schmutzige. Und das hat einen ganz tollen, ist ein ganz tolles Flair, was in so einem Spannungsverhältnis, in so einem Widerspruch steht zu der modernen Erzählweise, die fast sozusagen internetfähig erzählt werden. Die SMS werden eingeblendet, also das Internet wird als Stilmittel auch sehr involviert. Und das gibt so einen besonderen Spannungsfeld, einen ganz besonderen Geschmack der Show, den ich sehr anziehend finde. Und dann ist es natürlich noch eine sehr spannende Geschichte mit tollen Charakteren, die Melanie Rabe geschaffen hat. Und die Nina Vukovic hat das auch wirklich toll in Szene gesetzt. Und es hat einen ganz tollen Look. Also, das wird man sehen. Der Schatten gibt es also jetzt in der ZDF-Mediathek. Ihr könnt es aber auch bei ZDF Neo sehen. Es ist wirklich abgefahren gemacht und ich freue mich, dass er Wolfgang Balderdeutsch spielt. Andreas Pietsch von deiner Web-Talkshow, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir für die Einladung, Nico. Sehr gerne. Und du hast jetzt zum zweiten Mal in deinem Leben eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, wenn es einen Menschen gab in eurem Leben, der euch vielleicht irgendwie geholfen hat oder eine Tür geöffnet hat, sagt ihm mal Danke. Das ist manchmal so abgefahren. Man nimmt manche Sachen irgendwann so nach ein paar Jahren für selbstverständlich. Aber ich glaube, euch fällt auch direkt jemand ein, bei dem ihr wisst, oh, die Person war allentscheidend. Die hat irgendwas gesagt oder gemacht. Sagt der Person mal Danke, weil es hilft wirklich Leuten auch zu zeigen, dass man etwas, ja, dass man den Wert versteht und anerkennt. Wir sehen uns wieder bei der Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Andreas Tietschmann. Bis dann. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich glaube, ich habe gerade keine große Botschaft allen anderen mitzuteilen. Einfach habt einen schönen Tag und genießt das Leben. Alles Gute allen. Ciao.